Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen World of Warcraft Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal angucken, wie wir ein paar Skillpunkte für unsere Berufe for free bekommen können und dazu will ich euch mal die ganzen Meisterhandwerker zeigen. Diese Meisterhandwerker gibt es auf den Dracheninseln verstreut und für jeden Beruf gibt es genau einen. Wenn ihr die nämlich findet und anquatscht, kriegt ihr für euren Beruf 5 Skillpunkte für die Craft-Berufe und 10 Skillpunkte für die Gathering-Berufe, also Bergbau, Schmied und Kräuterkunde. Ich habe die mal rausgesucht und wir sind jetzt hier schon beim ersten für den Lederverarbeiter bei den Koordinaten 82, 49. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin zu dem, quatschen den einmal an. Habt ihr etwas zum Handeln? Gehen hier hin, reden den an und jetzt habe ich einmal bekommen 25 Eifer des Handwerkers. Plus dann nochmal 5 Skillpunkte. Ich kann es euch auch kurz zeigen. Moment. Hier unten. Ah, das ist jetzt natürlich blöd. Da habe ich noch hier was anderes drin, dass ich essen bin für den Stream. Das machen wir jetzt mal kurz raus. So, okay. Da seht ihr es. Hier 25 Eifer des Handwerks haben wir gekriegt und 5 Lederverarbeitung Skillpunkte. Wie gesagt, das gibt es für jeden Beruf und ich würde sagen, wir klappern dann die anderen auch noch alle ab. Und dann zeige ich euch, wo die Positionen sind. Hier nochmal auf der Map, also bei den Koordinaten 82, 50 in der Ebene von Onara haben wir den für den Lederer. Dann sind wir beim nächsten Spot und zwar jetzt bei Schmiedekunst. Das ist jetzt im ersten Gebiet, Küste des Erwachens. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 43, 66. Und dort haben wir dann den nächsten Meister, der steht dann hier quasi an der Schmiede. Den können wir auch einmal anquatschen halt. Das ist nicht der, sondern der andere hier. Was kann ich für euch tun? Ah, Moment, ich bin am Falschen. Wir müssen da hoch. Ups, ich dachte, das ist da unten an der Schmiede. Der steht hier hinter dem Gebäude. Ah, hier haben wir einen, unterrichtet mich in der Schmiedekunst. Und auch wieder 5 Skillpunkte, beziehungsweise hier 25 Eifer. Ich kann es euch nochmal kurz zeigen. Hier im Chat seht ihr die Punkte, die wir bekommen haben. Dann bin ich jetzt zum Twink geswitcht. Und zwar zu meinem Hexenmeister. Der hat einmal Schneider und VZ. Und jetzt bin ich hier schon beim Berufemeister vom Schneider. Und das ist einmal hier in Waldracken. Hier sind wir quasi in der Hauptstadt Waldracken. Wenn wir da reinklicken, sind wir auf den Koordinaten 27, 46. Und hier bei diesem relativ hohen Turm, ihr seht, da geht es noch ein bisschen weit hoch, müssen wir etwa auf die mittlere Ebene. Und an einem so einem Vorsprung steht die Elysra dran. Und wenn wir die anquatschen, dann gibt es ein paar Schneiderpunkte. Und auch wieder wie bei den anderen, 5 Wissen und ein bisschen quasi Eifer des Handwerkers. Ich fliege jetzt nochmal einen Ticken raus, dass ihr es ein bisschen besser seht, wo sie steht. Also ihr seht, da unten sind die Gebäude und hier ist dieser kleine Vorsprung und dann auf halber Höhe steht sie quasi einfach hier so an dem Rand dran. Einmal anquatschen und ihr habt euer Wissen für den Beruf. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt beim VZ-Meister und dort ist der einmal in den Ebenen von Onara auf den Koordinaten 62, 18. Und hier haben wir hier ja, so ein kleines verfallenes Gebäude und dort drauf hockt er. Ich fliege jetzt mal einen Ticken hoch, dass ihr es seht. Also hier haben wir so ein kleines Lager und hier auf dem Gebäude sitzt sie einmal drauf. Die können wir auch wieder anquatschen, unterrichtet mich in der Verzauberkunst und dann gibt es wieder 5 extra Skillpunkte plus 25 Eifer des Handwerkers. Dann bin ich jetzt auf meinen Priester weitergelockt und zwar wollen wir uns den Inschriftenkundlermeister anschauen. Wir befinden uns einmal im Azurblauen Gebirge, hier bei der Instanz, auf den Koordinaten 40, 64 und dort haben wir dann diese Elfendame hier. Die steht hier bei so einem kleinen Gebäudchen nebendran auf so einer kleinen Bank hockt die und die können wir einmal anquatschen, unterrichtet mit der Inschriftenkunde und dort haben wir dann auch wieder 5 Skillpunkte für diesen Beruf. Dann sind wir beim nächsten Berufemeister und zwar diesmal vom Alchemisten und da sind wir jetzt hier in der ersten Zone, einmal die Küste des Erwachens und hier unten bei der Instanz auf den Koordinaten 60, 75 und dort steht er nicht hier oben an dem Plateau, was man meinen dürfte, sondern er ist hier unten, ihr seht da unten ist diese Ice Area und hier auf so einer Zwischenebene steht hier diese Untote, den quatschen wir an und dann kriegen wir auch wieder ein paar Berufspunkte. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Also hier direkt neben der Instanz auf so einer kleinen Erhöhung ist er. Dann haben wir als nächstes den Meister für den Juwe. Und dazu bin ich jetzt auf meinen Juwenschleifer geswitcht. Wir sind einmal hier im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 46, 40 im Lager Antonidas. Und hier gibt es so ein kleines Gebäude mit ein paar Handwerkern. Warte, ich kann euch mal kurz von draußen zeigen, wo wir hier reingelaufen sind. Also da ist der Turm und hier ist dieses kleine Handwerkergebäude. Und hier hinten, der Typ, der sich so ein bisschen runterkniet,
Den quatschen wir mal an. Der hat dann einmal unsere Skillpunkte. Das ist der Meisterausbilder für die Juwelenschleifer. Nochmal kurz auf der Map gezeigt. Also hier unten sind die Koordinaten 46, 40. Dann bin ich jetzt weiter auf meinen Injicha weiter gelockt. Und zwar habe ich jetzt den nächsten Meister ausfindig gemacht. Wir sind jetzt hier im azurblauen Gebirge. Und ihr seht, viel haben diese Chars immer nicht gemacht, überhaupt nichts erkundet. Wir sind einmal im azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 17, 21. Das ist quasi ganz hier drüben. Und dort steht so eine kleine Gnomin an so einem Schrein, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe die jetzt eben schon angequatscht. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, habt ihr hier eine Dialogoption und dann gibt es einmal wieder die 5 Skillpunkte bzw. 25 Eifer des Handwerkers, in dem Fall für den Inji. Wir können jetzt auch nochmal kurz einen Ticken rausfliegen, dass ihr seht, wo wir genau stehen. Also ihr seht, hier haben wir so einen kleinen Berg dran mit ein paar Bäumen und dort steht dann an diesem Schrein die kleine Gnome-Dame. Dann schauen wir weiter zum nächsten Beruf. Dann bin ich jetzt auf meinen Kirschner-Char geswitcht und zwar sind wir jetzt einmal hier in der Küste des Erweckens. Einmal unten bei den Koordinaten 73, 69, das ist hier am Wasser dran. Und hier haben wir den nächsten Meister, diesmal hier für Kirschner. Warte mal, ich kann euch das ein bisschen von der Umgebung zeigen. Also hier haben wir so ein bisschen den Berg im Hintergrund, das Aquädukt hier links. Und hier steht dann, oder sitzt besser gesagt, diese Trolldame. Die können wir anquatschen und dann gibt es auch ein bisschen Kirschner-Punkte, diesmal sind es 10 Punkte und 50 Eifer. Also bei den ganzen Berufen, den ganzen Craft-Berufen gibt es quasi nur 5 und 25. Und bei den Gathering-Berufen, was Kirschner, Kräuterkunde und Bergbau ist, gibt es 10 Skill-Punkte und 50 Eifer des Handwerkers. Nochmal kurz auf der Map gezeigt. Also hier unten haben wir das Ding. Dann bin ich jetzt auf meinem nächsten Farm-Char, Kräuterkunde und Bergbau. Und dort haben wir jetzt einmal den Meister für Kräuterkunde. Und wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier in der Ebene von Onara auf den Koordinaten 58, 49. Und hier unten in dem kleinen Waldstück hockt sie einmal drin. Das ist diese Pandanendame hier. Also ihr seht, hier führt der Weg vorbei. Da haben wir so ein paar Bäume stehen. Hinten ist auch eine Höhle. Da sitzt sie. Die können wir anquatschen und uns auch nochmal unsere Punkte mitnehmen. Das habe ich tatsächlich mit dem Char schon gemacht, denn ich musste mir ein paar Punkte holen, dass ich vom Mount aus Kräuterkunde und Bergbau einmal wirken kann. Jetzt würde ich sagen, fliegen wir noch weiter zum Bergbaulehrer, dass wir den letzten auch noch mit dabei haben. Dann haben wir es fast geschafft. Wir sind jetzt beim letzten Meister und zwar hier einmal für Bergbau. Der befindet sich einmal hier in der letzten Zone, Teil Drassus. Und hier sind wir dann einmal auf den Koordinaten 61, 76. Und ja, er steht hier so ein bisschen erhöht. Mit ihr können wir dann auch mal quatschen. Das ist die Zwergendame und die gibt uns dann auch noch ein bisschen Wissen. Das habe ich aber auch schon geholt. Ich zeige es euch hier nochmal. Hier oben, ne? Daneben ist dieses Sandgebilde bzw. Zeitgebilde von Nostormo. Und einmal ein bisschen erhöht auf dieser Scherbe haben wir dann die Zwergendame. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Also da oben sind wir bei den Koordinaten 61, 77. Dann haben wir jetzt alle 11 müssten sein, Berufsausbilder oder Meisterberufsausbilder abgeklappert. Die könnt ihr jetzt euch auch holen, gibt ein bisschen Wissen. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.